Sommer 1941. Eine Massenerschießung von Juden an der Ostfront. Mobile Mordkommandos der Polizei und der SS ziehen von Ort zu Ort und erschießen Männer, Frauen und Kinder. Von Angesicht zu Angesicht. Rund 2 Millionen Menschen werden auf diese Weise ermordet. Was erschreckend ist, die Schützen mussten nicht schießen. Sie konnten auch verweigern. Wer den Mut besaß und sagte, ich kann nicht schießen, galt vielleicht als Feigling oder erhielt einen negativen Akteneintrag, wurde aber sonst nicht weiter bestraft. Wer also sind diese Männer? Was trieb sie an? Und was passierte mit den Massenmördern nach dem Krieg? Es geschah am helllichten Tag abseits von Dörfern und Städten mit Gewehren und Pistolen. Mobile Mordkommandos sollen im Osten die nationalsozialistische Politik umsetzen, alle Juden zu töten. Die meisten Menschen verbinden mit dem Holocaust Gaskammern und Konzentrationslager. Dass dem ein konventioneller, aber nicht weniger grausamer Genozid voranging, ist bis heute wenig bekannt. Daher sprechen Historiker auch vom vergessenen Holocaust. Der Massenmord beginnt im Sommer 1941. Deutsche Truppen überfallen die Sowjetunion. Die Mordkommandos folgen den deutschen Truppen und erschießen vor allem Juden, Männer, Frauen und Kinder. Es ist der Beginn des Holocaust. Gemordet wird auch in Polen. Erst später werden die Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau gebaut. Der Massenmord soll industriell erleichtert und anonymisiert werden. Auch weil das Erschießen eine große psychische Belastung für viele Täter ist. Das Regime weiß, was es den Männern abverlangt. Ein hoher SS-Führer verweist im Sommer 1941 auf die seelische Betreuung der bei dieser Aktion beteiligten Männer. Die Eindrücke des Tages seien durch Abhalten von Kameradschaftsabenden zu verwischen. Bis zu 2 Millionen Menschen werden in Polen und der Sowjetunion auf diese Weise ermordet. Das heißt, viele der Holocaust-Opfer wurden erschossen. Die Täter sind Handwerker des Todes. Sie führen Listen. Darin ist mit Datum, Ort und konkreten Umständen der Mord an den Opfern dokumentiert. Als Leistungsnachweis gewissermaßen. Doch wer sind die Täter? Wo kommen sie her? Viele Täter sind Polizisten und dienen in den sogenannten Polizeibataillonen. Rund 30.000 Polizisten werden schon zu Beginn des Krieges rekrutiert. Das Regime sucht sehr genau aus. Es werden vor allem jüngere, den Nationalsozialisten nahestehende Männer genommen. Denn sie sollen in den besetzten Ostgebieten keine typische Polizeiarbeit übernehmen. Tatsächlich haben diese Einheiten schon im Oktober, im November 1939 damit angefangen, Zivilisten zu erschießen, polnische Widerstandskämpfer, Geistliche, Intellektuelle, auch Juden, Menschen zu vertreiben, zu deportieren. Doch je länger der Krieg dauert, desto größer ist der Bedarf an solchen Schergen. Jetzt werden auch vermeintlich ganz normale Männer eingezogen. Wie im Hamburger Polizeireservebataillon 101, das erst im Sommer 1942 nach Polen kommt. Es sind meist Familienväter, zu alt, um in der Wehrmacht zu dienen. Sie stehen weder den Nazis besonders nah, noch sind sie übermäßig judenfeindlich. Erst vor Ort erfahren sie, dass sie jüdische Zivilisten erschießen sollen. Sie sind keine trainierten Killer, sondern Menschen, die Zivilberufe wie Taxifahrer oder Klempner haben. Das heißt, die sind in jeglicher Hinsicht als ganz normale Männer zu bezeichnen. Wie werden aus vermeintlich ganz normalen Männern Massenmörder?
Werden sie gezwungen? Am 13. Juli 1942 treten die Männer vom Polizeireservebataillon 101 zum Appell an. Hier erfahren sie das erste Mal, dass ihre Aufgabe darin besteht, jüdische Männer, Frauen und Kinder zu erschießen. Die Männer sind unvorbereitet. Und der Kommandeur macht ihnen ein Angebot. Und dann machte er das Angebot: Wer sich das nicht zutraut, kann hervortreten und muss nicht mitmachen. Das ist eine unheimlich interessante Situation. Das war ja ein Teil der Nachkriegserzählung. Man musste ja mitmachen, weil sonst wäre man ja selber erschossen worden. Also in diesem Fall können wir eindeutig zeigen, nein, das ist gar nicht der Fall gewesen. Die konnten sich entscheiden. Das galt offensichtlich für alle Mordkommandos. Bis heute ist kein einziger Fall bekannt, wonach für einen Untergebenen Gefahr für Leib und Leben bestand, wenn er sich weigerte, unbewaffnete Zivilisten zu erschießen. Doch von den 500 Mann der Hamburger Einheit verweigern nur knapp ein Dutzend. Wie lässt sich das erklären? Die Beweggründe der Männer sind unterschiedlich. Gehorsam, beruflicher Ehrgeiz oder Rassismus. Wichtig sind jedoch Gruppendruck und Korpsgeist. Das zeigt das Beispiel des Polizeireservebataillons 101. Den Verweigerern passierte objektiv betrachtet nichts Schlimmes. Ihnen passierte aber etwas, was in sozialer Hinsicht sehr schwierig gewesen ist. Sie wurden von der Gruppe ausgegrenzt. Sie kriegten Arbeiten zugeteilt, Latrinen reinigen und Ähnliches, die selber schon eine Erniedrigung gewesen ist. Sie wurden mit Schimpfbezeichnungen versehen, was man sich leicht vorstellen kann. Scheißkerl, Kameradenschwein, Weichei und so weiter. Um nicht von der eigenen Gruppe ausgeschlossen zu werden und als Feigling zu gelten, verraten sie jegliche Moral. Das ist die Kombination von Zwang und Freiwilligkeit. Also auf der einen Seite wird gesagt, ihr könnt euch entziehen, aber dann müsst ihr in Kauf nehmen, dass, weil ihr es nicht macht, eure Kameraden es tun müssen. Und das heißt, in dem Moment, in dieser Kombination zwischen, es muss gemacht werden, das Polizeibataillon muss den Auftrag erledigen, aber wenn ihr schwach seid, könnt ihr euch befreien lassen, aber auf Kosten eurer Kameraden, entsteht eben der Druck, der dazu führt, dass ein Großteil der Polizeibataillonsangehörigen sich an diesen Erschießungen beteiligen. Der Wunsch nach sozialer Anerkennung innerhalb der Einheit ist größer als das Mitempfinden mit den Opfern. Der Mord wird zum Alltag. Viele Männer stumpfen ab. Das Erschreckende und gleichzeitig Zentrale im Fall des Polizeibataillons 101 ist, dass es nicht den Überzeugungstäter, nicht den Weltanschauungskrieger braucht, um sowas wie eine Massentötung durchzuführen. Obwohl die meisten Bataillonsmitglieder dem NS-Regime nicht besonders nahe standen, sind sie an der Erschießung von 38.000 Juden beteiligt und schicken 45.000 weitere in die Vernichtungslager. Es existieren über 130 Polizeibataillone während des Zweiten Weltkriegs. Von allen diesen Einheiten hat das Hamburger Polizeireservebataillon die vierthöchste Mordrate. Nach dem Krieg sehnen sich die Deutschen nach Normalität und wollen vergessen. Auch bei der Polizei. 60.000 Polizisten waren im Krieg an Massenerschießungen beteiligt. Viele bleiben nach dem Krieg bei den Ordnungshütern. Erst ab Ende der 50er wird deutlich, in welchem Ausmaß vermeintlich ganz normale Deutsche am Holocaust beteiligt waren.
Die Justiz ermittelt gegen mehr als 172.000 Männer, darunter Angehörige der SS, Gestapo und der Polizei. Doch vielen Gerichten fehlt der Wille, diejenigen zu bestrafen, die an Verbrechen beteiligt waren. Auch gegen das Hamburger Bataillon wird ermittelt. 14 von ihnen werden 1967 angeklagt. Nur 3 der Angeklagten müssen eine Haftstrafe antreten. Schuldig bekennt sich keiner. 83.000 Menschen wurden ermordet und keiner der Täter fühlt sich verantwortlich. Aber sie waren Handlanger vor Ort. Und jeder Polizist hatte ein beträchtliches Maß an Entscheidungsfreiheit. Doch sie waren bemüht, sich anzupassen und gewöhnten sich an Verbrechen. Es zeigt uns leider, dass alle Menschen unter bestimmten Umständen zu Mördern werden können. Und dass Regime, die Völkermorde begehen wollen, immer Menschen finden, die den Abzug drücken werden. Es hat nach dem Holocaust verschiedene Völkermorde gegeben. Es hat Massaker gegeben, es hat Massenmorde gegeben. Die Mechanismen, die dazu führen, dass Menschen sich dafür entscheiden, andere zu töten, ohne ein persönliches oder persönlichkeitspsychologisches Motiv dafür zu haben, das finden wir in anderen Zusammenhängen auch. Wenn Leute sich sagen können, ich bin ja nur Rädchen im Getriebe, ich bin ja nicht verantwortlich. Mit dieser Haltung ist gewissermaßen alles möglich. Wenn ihr mehr über den Holocaust erfahren wollt, haben wir euch hier ein Video zur Wannsee-Konferenz und zu unserem Schwerpunkt in der ZDF-Mediathek verlinkt. Interesse an mehr Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.